Mist. Wo bin ich? Wir haben uns doch gerade erst zusammen hingesetzt. Wer bist du? Charlie. Welcher Charlie? Dein bester Freund Charlie? Ich kenne keinen Charlie. Ach so, Charlie, sag's doch gleich. Warum habt ihr das jetzt langsam einmal? Wer bist du denn? Du kennst mich nicht. Fidel? Fidel? Ich kenne niemanden, der Fidel heißt. Fidelius? Wir kennen uns doch seit Jahren. Wir gehen immer zusammen auf Safari. Safari? Wer bist du eigentlich? Ja, das ist Tedus. Ach, den erkennst du. Klar, wir kennen uns doch seit Jahren. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist hier eigentlich los? Du bist wieder in Unterzucker gefahren, in eine Art Traumwelt, gell? Hä? Ich glaube, dass wir hier alle nur deine Vorstellungen sind, aber wir sind sicher nicht umsonst hier. Aber warum sollte ich denn ausgerechnet hier sein? Vor allem im Keller. Na, da hast du es doch. Terus hat es mal wieder auf den Punkt gebracht. Was soll denn das jetzt? Was soll was? Hä, der spricht doch gar nicht. Das ist mein Kuschelbär. Das verstehe ich, Junge. Ich fühle mit dir. Wir haben natürlich alle 1,50 Meter Einschlafbär. Jetzt einmal zurück zur Sache, Leute. Warum meinst du, dass da sein kannst und was dich ärgert, ha? Na, irgendwas muss es ja sein. Ich will ein Haus, aber zu den horrenden Preisen heutzutage nicht bezahlbar. Oh, da hätte ich echt mal was Gescheites lernen müssen. Fußball wird für mich auch immer interessanter und mein Diabetes geht mir echt zur Zeit auf den Sack. Wieso ist mein HbA1c eigentlich schon wieder über 7,5? Ja, wo siehst du denn jetzt? Ja, mein HbA1c-Wert ist nicht so Bombe und das nervt mich. Dein was? Mein HbA1c. Und was kann man gegen den HCC23 machen? HbA1c. Ja, sag ich doch, was kann man gegen den H17c machen? Das ist der Langzeitwert meiner Blutzuckerwerte. Das heißt, der wird über 90 Tage gemessen und der Wert sollte eigentlich unter 7,5 sein. 7,5 was? Äpfel, Birnen, Melonen? Oh, langweil mich nicht. Ja, ich versteh's halt ehrlich nicht. Das ist die Prozentzahl der angelagerten Hämoglobinmoleküle vom Zucker. Ja, und was hat der H23 damit zum Tor? Das war die Definition davon. Ja, freilich, das haben wir natürlich alle gecheckt, gell? Und du bist jetzt über den 7,5 Mangos. Ja, ich bin drüber. Hast du nicht gesagt, du musst drunter sein? Das versuche ich euch die ganze Zeit zu erklären. Tedus, willst du eigentlich auch mal irgendwas sagen? Na, ich muss halt täglich meine Werte besser unter Kontrolle bekommen. Und dann geht er wieder ab, wieder, Hubertus 13. Oh. HbA1c und ja, dann bekomme ich wieder bessere Werte. Warum muss der eigentlich so weit unten sein? Na, aufgrund der Langzeitschäden. Du jetzt einmal eine andere Frage. Schaut der Heinz 09 eigentlich deinem Schnillwutz? Naja, also er hat zufolge Nervenschäden, also wahrscheinlich schon. Also ich würde nie mehr Zucker essen. Aber sogar Fußgeschwüre, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Erblindung sind eine Folge davon. Also das ist echt krass, Leute. Nein, da hat auch nie mehr an Zucker essen. Aber so eine kleine Masse ist ja kein Zucker, gell? Bring mal deine Werte in Ordnung. Ja, bringst doch mal deine Werte in Ordnung. Und stell deinen Spritz-Ess-Abstand ein. Ja, stell deinen Spritz-Ess-Abstand ein. Was ist denn das eigentlich? Nee, darauf habe ich halt keinen Bock mehr. Ja, also das muss ich auch sagen. Der Hubertus 13, der reicht für halt. HbA1c! Boah. Was war das? Aber so eine kleine Masse ist ja kein Zucker, gell?